Groomer. So. Einer der Enduro-Trails oder etwas wurzeligeren Dinger hier. Das hört man vermutlich auch schon gut beim Zusammenschaukeln hier. Ist der Groomer. Da schüttelt uns eigentlich gut zusammen. Ja, da geht's richtig steil runter. Ja, genau. Und dafür ist Tim, der jetzt gerade ja vor mir fährt, mit seinem Deviate Claymore prädestiniert. So, auch wenn ich hier schon mal vor einem Jahr war, diesen Abschnitt hier bin ich noch nie gefahren. Vom Groomer, sondern immer nur jetzt hier links den Canadian Tuxedo. Nee, nicht links, rechts von uns ist der. Und das liegt hauptsächlich daran, dass jetzt hier gleich diese zwei großen Drops kommen. Und ja, vor denen habe ich einen heiden Respekt. Aber irgendwann mal ist es ja so, dass man jemanden kennt, der das schon mal gemacht hat. Und wenn man da jemanden kennt, der sowas schon mal gemacht hat, macht man das. Oh Gott, ist das hier steil runter. Lecco mio. Guter Loam. Und hier steige ich fast ab. Ah, ich glaube, das ist die falsche Richtung. Weiter jetzt. Gerne Müdigkeit vorschätzen. Täuschen. Ah, schauen wir mal. Hopp, 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 hopp. Ich weiß gar nicht, wozu ich noch gekommen bin zu sprechen vorhin. Wie gesagt, irgendwann mal kennt man halt irgendjemanden kennt, der das schon mal gemacht hat. Ja, dann kann man hinterherfahren. Wenn man dann irgendwann mal hinterherfahren kann, dann kriegt man das vermutlich auch irgendwie hin. Was ist denn hier gemein? Okay. Geht. Oh, da muss man tief runter gehen. Hopp. Ich nehme die Highline. Boah, ich habe mich mein Heck auf der Innenseite überholt. Es ist echt noch klebrig hier. Lecco mio. Also der Groomer ist halt auch einer der schwersten Trails, die es hier gibt. Und ihr habt es gerade schon gesehen. Gleich kommt besagtes Feature. Ihr habt es gehört, ich war komplett stumm auf dem Run-In. So, jetzt gucken wir uns den nächsten an. Wie gesagt, es hat ein Stück geradeaus noch. Genau, das ist erstmal geradeaus. Einmal Ruhe von mir. Alter Falter. Geil! So, das ist der Lift hier im Grünhill Bikepark. Der wird halt vorne einfach so eingehangen. Das bedeutet für all diejenigen, die hier so ein Multitool haben, wie ich, so da unten, so ein Ding, die verdreht es gerne mal. Also verdreht es vorher schon mal mit Absicht. Danke. Hallo. Ja, und dann hängt das da und zieht einen den Berg hoch. Anna ist heute auch mit dabei. Aber nicht auf dem Bike, sondern als Wanderin. Und wie das der Zufall will, kreuzt sie gleich unsere Strecke. Da vorne läuft sie nämlich lang. Hallöle, mein Schatz! So, und raus aus dem Lift kommt man, indem man dieses Ding hochnimmt und wegwirft. Hochnehmen und wegwerfen. So, los geht's mit der blauen Jumpline Jones und Pablo. Die hat hier Nebeneinstieg, der nämlich keinen Bock hat, diesen House Drop am Anfang zu machen. Ja, und Tim ist vor mir und fährt hier schön die Tür. Was mache ich eigentlich heute? Ja, Tim ist vor mir und fährt hier schön die Kurven lang. Wow! So.
Also für mich ist an Tim dran zu bleiben echt eine Herausforderung. Der Typ hat eine Kurvengeschwindigkeit drauf, da komme ich gar nicht richtig hinterher. Und das Schöne hier ist, dass wir gleich nochmal an ein paar geilen Jumps vorbeikommen. Hopp. Also die meine ich jetzt nicht, sondern... Ich meine die, die jetzt kommen, die Dreier hier. Hopp. Den habe ich gecased, das war nicht so cool. Der lief schon besser. Und der dritte lief auch besser. Und das ist immer der unfreiwillige Nosebonk-Jump für mich. Ja, hier ist es so in Greenhill, dass man hier quasi nochmal einen zweiten Trailhead hat, wo man jetzt nochmal einen anderen Trail aussuchen kann sich. Jetzt kommen wir nämlich nicht mehr weiter auf Jones und Pablo, sondern wir fahren jetzt in die Bouncing Blow rein. Das ist eine etwas anspruchsvollere Jumpline als die, die wir vorhin waren. Das sieht man auch, die Jumps sind deutlich größer. Und Tim hüpft hier, ey. Den Känguru. Nice. So. Hopp. Oh, immer noch gecased. Hopp. Kurve, 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 Kurve. Jump. So. Vom nächsten kleinen Drop ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Zwei Kurven fahren. Und hopp. Dafür kommt hier wieder der nächste größere Table. Hopp. Ja, die Bouncing Blow macht echt Bock. Vor allem, was jetzt kommt. Es kommt nämlich nach einem kleinen Step-Down, der hier kommt, hopp, dieser große Step-Up. Wow! Da geht noch mehr! Tim hat vollkommen recht, da geht noch was. Hopp. Also das ist eine richtig schöne Jumpline. Wow, da bin ich ein bisschen sketchy geflogen. Aber prinzipiell heißt es hier einfach nur Finger weg von der Bremse und man kommt relativ gut durch. Hui. Nice. Hier kommen wieder mehrere Lines zusammen. In den Holz-Tornado rein. Also ich würde sagen, das ist so ungefähr meine Kragenweite, dieser Trail. Hier neben uns seht ihr, gibt es noch deutlich anspruchsvollere Sachen. Und deshalb macht mir diese Kombination auch sau viel Bock. Da seht ihr sie, die Schlangen. Also, jetzt mal als Alternative Canadian Tuxedo. Das ist so der mittlere Enduro-Trail hier. Wurzeln, Steine, mittlerweile zum Glück abgetrocknet. Bisschen Kurven fahren hier. Einmal wird es mit dem Downhill-Bike hier schon ein bisschen eng. Aber hauptsächlich halt in den Kurven eng. Oder für Tim, der mit seinem Claymore halt in Größe XL direkt in die Kurven kommen muss. Aber mich trotzdem abhängt. Zack, zack. Hat ein bisschen was von Murmelbahn. Bloß eine Offroad-Murmelbahn. Gerade so hier. Jetzt. Wenn man hier versucht, um die Kurve rumzukommen. Jetzt haben wir einen anderen Dude vor uns, nicht mehr den Tim, sondern den Max, der hier auf seinem Downhill-Bike unterwegs ist. Ah, ja, ja, die Kurven hier, muss man schon ein bisschen gucken. Hopp. Man merkt, dass es hier immer noch klassisches Bikepark-Feeling ist. Also es ist jetzt nicht so eine Enduro-Strecke wie in Willingen gestern. Sondern es hat schon noch mehr Bikepark-Charakter. Hopp. Hopp.
Ach, die anderen sind gleich weitergefahren. Genau, hier links ist der Drop, den wir vorhin runter sind. Bisschen langsamer. Hier sind schon ein paar gute Stufen drin. Aber dafür ist es ja offiziell schon ein roter Trail hier. Alle hopp. Nice. Und den habe ich gecased. Und den natürlich auch, der ist riesig. Hier haben wir den berühmten Pisten-Bully-Drop. Nice. Und zum Ende gibt es im Nachtisch noch ein paar Schlaglöcher. Und wir sind wieder unten an der Warteschlange. Und hier geht es rein in Timeshift. Das ist ein Trail, der so eine Mischung ist aus Enduro und Jumpline. Weil um da hinzukommen, musst du halt erstmal hier durch den Wald gurken. Boah, ein bisschen steinig. Ja, und jetzt kommt der spannende Teil. So. Genau, hier wird es jetzt spannend und ernst. Neben ein paar. Boah, du hast die rutschig Scheibenkleister. Ich sollte mich vielleicht nicht immer so weit nach hinten lehnen, ne? So, ich nehme die Abkürzung hier, lass hier drauf laufen, drop hier runter, behalte den Schwung bei, nehme das Double hier, yes, nimm das nächste Double und das nächste Double, nimm den Drop hier an der Seite runter, weil mir der andere zu sketchy ist und hab dann hier einen schönen Case, jawohl, it's all coming together, naja. So, noch ein paar Komfort-Laps. Ein paar chillige. Schmeiß weg die Kiste. Schmeiß an den Hose, ja. Das ist wie so ein Moped, was du erstmal antreten musst. Ja, so Kickstarter, ne? Das Shepard. Das Bike ist Shepard. Dafür filme ich Tim, wie er vor mir cruist. Zack, zack. Ah, diese Leine ist einfach Genuss. Ein bisschen. Oh, ich habe noch einen Gang übrig gehabt. Hoppala! Sag mal! Hopp! Was geht denn da ab bei mir, ey? Hopp! Hui! So. Sag mal, ist der Bob. Down. Und step up. Nice. Oh. Also, laufen. Ich höre dich immer nur stöhnen. Ja, geil. Whee. Wow, Tim. Woo. Nice. Oh, er überschießt sich am Sitzen. Fuck. Ah. Oh ja, die Leine macht richtig Laune. Ja, okay. Habe ich gesagt, dass ich keine Gänge mehr habe? Das war gelogen, ich habe noch einen. Junge, pumpen! Hör mal. Hör mal bei mir.
Okay. Gut, dann geht's dir gerade ähnlich. Können wir synchron quaken.